Moin Leute, was geht ab und willkommen zu einer neuen Folge Top 3. Der Umzug, er rast nach vorne, genauso wie PUBG. In den Verkaufszahlen im letzten Jahr immer noch weiter steigend, jegliche Rekorde gebrochen. Und trotzdem gibt es so ein paar Dinge, die ich mir persönlich wünsche. Und darauf wollen wir heute eingehen, die Top 3 der Dinge, die ich mir potenziell für dieses Jahr wünsche. Also Bluehole, also PUBG Corporation, also Brandon Green, zuhören. Können die Deutsch? Scheiße, ja. Also kann jemand Untertitel einreichen? Auf Platz Nummer 3, flottere Server. Holy shit. Ich bin mir sicher, jeder kennt es von euch. Ihr startet in ein Game rein, vielleicht sogar auf dem Asien- oder Nordamerika-Server, weil ihr euer Rating nicht auf EU versauen wollt und einfach mal Just for Fun spielen wollt. Ihr landet in Picado, ihr landet in der Schule, ihr landet irgendwo in der Military Base und denkt euch in diesem Sinne, jupp, jetzt wird geballert. Ihr steht vor einer Waffe und seid euch sicher, die Waffe, die kriege ich als erstes, bevor der Typ hinter mir 10 Meter diesen Punkt erreicht und eventuell die Waffe nehmen kann. Und was passiert? Der Typ backt nach vorne. Ihr braucht gefühlt 50 Minuten, um diese Waffe irgendwie nachzuladen oder überhaupt aufzunehmen. Der hat in der Zeit schon komplette T3-Ausrüstung gesammelt und brettert euch mit der Pfanne in aller Seelenruhe hinten ein über den Kopf. Passiert mir persönlich viel zu häufig. Das Problem dabei ist, dass die Latenzen bzw. der Ping auf vielen Servern einfach viel zu hoch ist. Eine ganz andere Sache ist noch der Punkt, dass wir momentan auf 32 Ping- oder Tick-Servern heißen die, spielen. Das heißt, es wird nur 32 Mal in der Sekunde dieser Server abgefragt. In CSGO ist es momentan so, dass auf öffentlichen Servern ohne diese hohen Latenzen, ohne diesen hohen Ping, 64 Mal abgefragt wird. Und selbst die CSGO-Leute, die das etwas kompetitiver spielen, schon seit Jahren meckern und froh sind, wenn zum Beispiel einen Face-It auf 128 Tick-Servern spielen. Ist richtig, oder? Server, ne? Ja. Für CSGO. Okay, dann habe ich das richtig gesagt. Ne? You never know. Das führt zu der Annahme, dass sowas eigentlich selbstverständlich sein sollte. Das Problem ist, dass ein Dust 2 oder ein Mirage in CSGO mit 10 Spielern auf dem Feld wesentlich einfacher zu berechnen ist für die Server und zu koordinieren ist, als 100 Spieler auf Erangel oder Miramar oder zukünftigen PUBG-Maps. Soll an für sich bedeuten, deswegen entstehen auch bei, umso mehr Spieler halt lebendig sind, so große Ping-Zeiten, so große Abfragezeiten und so große Rage-Momente, die ich ehrlich gesagt satt habe. Trotzdem wünsche ich mir, dass PUBG irgendwie mit den Serverfarmen nachkommt, dass sie sagen, ey, das müssen wir in den Griff bekommen, wir haben diese hohen Spielerzahlen, wir haben vielleicht nicht damit gerechnet, aber nach und nach sollte da aufgerüstet werden. Ich habe Vertrauen in dich, heiliger Brandon, aber es sollte langsam mal kommen. Denn das ist für mich auch so ein Ausschlusskriterium, warum PUBG noch nicht ganz im Kopf die 1.0-Version erreicht hat. Punkt Nummer 2. Cheaterfreiheit. Und jetzt werden sich viele Leute sagen, Gott sei Dank, Junge, Gott sei Dank spricht er das an. Das ist so unglaublich, wie mich das nervt. Sitze ich immer noch richtig? Ja, ne? Ich müsste eigentlich nicht verrückt sein. Jetzt aber mal Butter bei den Fische. Ich glaube, das ist ein Problem, was so die letzten Monate überhand genommen hat und wo Bluehole auch einiges schon tut, um dagegen vorzugehen. Ich habe jetzt letztens gelesen, 120 Cheat-Programmhersteller oder Programmierer wurden festgenommen in China. Da ist es nämlich illegal in vielen asiatischen Ländern. 1,5 Millionen Cheater wurden schon gebannt und das stand Anfang Dezember. Das heißt, hier wird schon etwas dagegen getan. Das Problem ist einfach, ich glaube nicht, dass in PUBG unbedingt mehr Cheater unterwegs sind als in anderen Shooter-Games. Das Problem ist einfach nur, dass du 100 Spieler auf der Map hast und die Chance, einen Cheater zu treffen bei 100 Spielern wesentlich höher ist als bei 8, 10 oder 12 Spielern. Dementsprechend muss man bei PUBG sagen, ich kann es verstehen, dass momentan noch viele Cheater da sind. Das macht die Sache aber nicht besser, weil gefühlt jedes fünfte Spiel mich irgendwer von 500 Millionen Metern, Killcam sei Dank, kann man das jetzt ja nachschauen, abschießt aus dem Ironsight oder irgendwie aus der Hüfte ohne Recoil durch die Wände gefühlt und oder damit 500 km/h durch die Gegend düst mit einem Speedhack. Das macht einfach keinen Spaß und das versaut teilweise auch echt gute Runden. Die Leute, die meinen Stream sehen, wissen, wie mich das teilweise aufregt. Klar haben die einen kleinen Pimmel, klar macht das die nicht zu einem besseren Menschen, aber es versaut einfach vielen Leuten mittlerweile den Spielspaß und das kann auch nicht Sinn der Sache sein. Also hier bitte, ehrliche Bitte, sollte das irgendeiner von den Verantwortlichen sehen, fix den Shit. Irgendwie, ich weiß, es ist schwer und man kämpft dagegen Windmühlen, aber das ist einfach ein Ding, das muss stehen beim Battle Royale Spiel, wie zum Beispiel PUBG eines ist.
Kommen wir zu Punkt Nummer 1 und das ist, glaube ich, ein Punkt, den sich zwar weniger Menschen wünschen, wie zum Beispiel Cheat-Freiheit, für mich aber eine der Sachen ist, die für mich PUBG noch wesentlich interessanter machen würden. Für die Leute, die in die E-Sport-Szene irgendwie so ein bisschen gerne schauen wollen, ein Ligabetrieb. Du hast die LCS bei League of Legends, du hast die ESL-Events und andere Events bei CSGO. Im PUBG-Bereich aber ist da noch super viel Nachholbedarf. Klar hast du sowas wie National Legends Arena, was ich mega cool finde. Awesome, wo die großen Teams, wie zum Beispiel der FaZe Clan schon mitspielt, TSM, wo du so denkst, ja Mann, das will ich sehen. Aber dieser mega internationale Durchbruch, den gibt es bis dato nur bei so Riesen-Events wie der IEM Oakland, dem Gamescom Invitational oder jetzt bald IEM Katowice, wo die Leute für das Preisgeld auch gerne dahin fahren, offline mitspielen, finde ich mega, mega cool. Ich wünsche mir wirklich für 2018, dass das ein bisschen ins Rollen gerät, diese Offline-Events einfach weiter zunehmen, weil das ist meiner Meinung nach das bombastischste überhaupt, da 80 oder 100 Rechner zu haben und die dann alle gleichzeitig zu koordinieren. Ist eine Höllenaufgabe, habe ich mega Respekt vor. Aber auch einfach Online-Ligen organisiert, die auch 5- oder 6-stellig Zuschauer bekommen. PUBG hat die Community. Nutzt sie aus, macht das Spiel dafür bereit. Es wäre so cool, einfach die besten Teams immer wieder jede Woche gegeneinander antreten zu haben und das tabellentechnisch mit Punkten festzuhalten. Das ist für mich so ein bisschen der Traum, genau wie sowas dann auch noch zu kommentieren und zu casten auf Twitch live, wo ich so ein bisschen auch meine Zukunft mitsehe, weil es macht einfach Spaß, den Profis beim Spielen zuzuschauen, davon was mitzunehmen und den Leuten vielleicht auch ein bisschen was zu vermitteln, während man den Profis zuschaut und die kommentiert in die Turniere. Begleitet. Das ist schon, ist geil. Es funktioniert in CSGO, es funktioniert in Dota, es funktioniert in LoL. PUBG, you're welcome. 2018, bitte Leute, haltet euch ran. So, liebe Freunde, das waren meine Top 3 Punkte der Sachen, die ich mir für 2018 von PUBG wünsche. Was sagt ihr? Wünscht ihr euch auch eher Cheaterfreiheit, Bugfreiheit oder habt ihr komplett andere Wünsche? Ab nach unten in die Kommentare, lasst uns ein bisschen diskutieren. Ich lese mir da alles durch. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr davon wollt, gerne auch einen Daumen nach oben da lassen und abonnieren, wenn ihr das sowieso nicht schon gemacht habt. Der Kanal und sowas seht ihr gleich auch noch alles eingeblendet. Ihr könnt auch gerne bei Twitter, Instagram oder Twitch vorbeischauen. Da seht ihr meinen Umzug so ein bisschen. Könnt ihr da mitverfolgen von diesem unglaublich schönen Gaming-Studio und der restlichen Wohnung. Das wird und wird und wird und wird immer besser. Ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Wir sehen uns morgen mit einem neuen Video. Haut rein, euer Buddy.